tierisch was los auf dem Hof Lohmann in Freckenhorst. 70 Beschäftigte der Freckenhorster Werkstätten in Trägerschaft des Caritasverbands Warendorf finden hier einen Arbeitsplatz. Während im Stall noch gearbeitet wird, sitzt Stefan Mussmann in der großen Reithalle schon auf dem Pferd. Beide? Ja! Ich hab's gerade geschafft. Er macht mit bei der sogenannten heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd. Ja, das reicht schon. Siehst du? Ein Therapieansatz, der vor allem die individuellen Ressourcen stärkt. In der Arbeit mit dem Pferd versuchen wir, bestimmte Richtungen zu stärken. Also immer an den Stärken zu arbeiten, aber gleichzeitig Defizite aufzuarbeiten. Das heißt, körperliche oder auch soziale Aspekte stehen im Vordergrund. Ja, im Prinzip ist es ein ganzheitlicher Ansatz, um Leuten Freude über das Pferd zu vermitteln, Spaß zu haben und sie zu stärken. Menschen stärken, hier kommt der Freiberger Wallach Sam zum Einsatz. Sabine Konrad hat eine Körperbehinderung. Ihre Muskeln verkrampfen. Die Reittherapie hilft ihr, ihre Spastik zu entspannen. Durch das Pferd komme ich gar nicht dazu, zu krampfen oder zu fixieren, weil es ist immer in Bewegung und das tut mir gut so. An 5 Tagen die Woche mit 6 Pferden können verschiedene Gruppen trainieren. Ein Angebot, das von den Beschäftigten gerne angenommen wird. Ich liebe es, Pferde zu führen, weil die mir gut tun. Ich werde dadurch ruhiger. Ja. Wenn ich Galopp reite, fühlt sich das an wie Fliegen. Auf dem Rücken der Pferde liegt eben das Glück der Erde.